zusammen. Genau, und wenn ihr gestern schon mitgemacht habt, dass ihr das Ganze ohne Muskelkater überstanden habt. Und dann wollen wir heute mal in den zweiten Teil kommen. Und auch wieder, der Sparringspartner ist unsere Wand. Kostet nichts, hat jeder. Und verhandeln oder eine Wasserflasche, hatte ich euch ja gestern auch schon gezeigt, ist absolut möglich, das Ganze mitzumachen. Oder eben auch ganz ohne Handeln. Fangen wir mit den Schultern an. 2, 3, 4, 5, 6. Noch einmal locker Schultern. Arme etwas weiter nach hinten zurückziehen. Lange Arme. Wieder die Arme neben deine Oberschenkel. Schulter locker vor. Vor. Handel einlegen, ausdrehen. Nase tief, hoch. Tief, tief. Tief. 4 noch. 3 noch. 2 noch. Knie beugen. Treibt mich so. Tiefer. Willi möchte gerne tiefer, also machen wir das tiefer. Entweder richtig oder gar nicht. Ja, sag ich doch. Und wir stehen. Arme 1, hoch. 1, tief. 1, tief. 1. Alles noch zur Aufwärmung. Arme rück. Rück, rück. Rück, rück. Rück, rück. Wir drehen nach rechts. Die linke über die rechte Schulter. Mitte und einmal nach links, wieder zur Mitte, jetzt die Arme hoch, streck, beug, tief, beug, streck, beug, tief. Hier noch. 3, 2 und bleibt oben, haltet, kreis. Arme seitlich heraus, dann die Arme auf Schulterlinie, Handel aufgedreht. Noch 4, 3, 2, beide Arme Decke, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, noch 4, 3, 2, 1 und einmal die Arme joggend, auf der Stelle, Knie. Noch 4, 3, 2, 1, locker auf der Stelle joggen. Dann drehen wir uns mal zueinander. Wieder nach vorne. Einmal noch auf die linke Seite. Wieder zur Mitte. Und langsam geht es nach hinten, rückwärts an die Wand. Okay. Wir stellen die rechte Ferse rückwärts an die Wand. Das Knie hinten rückwärts strecken. Somit haben wir einen Abstand zur Wand heute. Aber trotzdem beim Rückführen achtet drauf, nicht gegen die Wand hauen. Bleibt. Rechter Arm beginnt. Es geht wie gestern vor, seit. Links.
Blicks. Blick folgt. Handel. Vor. Arm. Mitte. Ihr merkt schon, hier wird die Körpermitte gefragt. Zentrierung. Hier noch. Ruhig den Arm. Das weiter zur Wand schieben. Zwei. Und Gegenblick. Vor, gegen. Ab. 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 Vier noch. Zwei noch. Und letztes Mal. Beide Arme jetzt. Und. Arme etwas zurückführen. Richtung Wand. Bleibt hier. Knie. Beuge. Immer mit der Ferse an der Wand. Blick vor. Vier noch, drei noch, zwei noch. Bleibt in der Kniebeuge, den Po nicht nach hinten rausschieben, sondern unter eure Wirbelsäule schieben, Blick vor. Der rechte Arm beginnt, vor und links. Jetzt müsst ihr richtig auf euch aufpassen. Da kann man schon mal ein bisschen die Spur verlieren. Der Blick geht mit. Und sobald der Kopf mitkommt, hat das einen ganz schön hohen Anspruch an das Gleichgewicht. Gegenblick. Und. Und. Und weiter. Handel hinter den Körper ziehen. Letztes. Und wir gehen nach unten tief. Legen die Handeln ab. Kommen hoch. Gehen rückwärts an die Wand. Legen die Hände an. Und schieben das Becken nach vorn und den Kopf zurück an die Wand legen. Und er bleibt jetzt. Bleibt. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Super. Blick nach vorne. Wir wechseln aus. Achtung, zwei gestreckte Beine. Und gehen langsam wieder tief zu den Handeln. Und komm wieder hoch. Streck dich. Wir fangen mit dem linken Arm jetzt an. Drei, vier und es geht los. Eins, Blick vor. Zwei. Drei. Vier. Blick folgt. Stabilität, das Wort, da ist es. Gegenblick. Der Gegenblick. Arm. Der Gegenblick. Beide Arme. Und weit hinterm Körper. Zwei noch. Letztes Mal. Und die Kniebeuge. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Bleibt hier nochmal, der Po guckt hinten nicht raus, schiebt ihn dir unter den Rücken,
Lange Wirbelsäule. Richte dich gut auf. Wir beginnen wieder mit dem linken Arm. 3, 4 und es geht los. 1 und 1 und 1. Den Arm weit. Schöne Stabilisierungsübung. Blick. Core Training. Und die Mitte trainieren. Gleichzeitig trainiert ihr die Bauchmuskulatur. Und Gegenblick. Gegen. Gegen, nicht so schnell dann mit ihm. 2, 3, beide Arme. Vor. 1, 4, 1 und ein letztes, super, und roll langsam auf, setz ab, komm rund hoch, geh an die Wand, stell die Hände an die Wand, zieh den Kopf rückwärts und jetzt schieb das Gesäß vor und das Becken. Was wollen wir hier aufmachen? Den Psoasmuskel, hier den Hüftbeuger. Und bleibt. Und bleibt. Bleibt. Langsam gehen wir wieder aus der Bewegung heraus. Rutschen an der Wand herunter und kommen wieder in den Vierfüßlerstand. Nun kommen die Hanteln nach vorne. Wir stellen erstmal rechts den Fuß, das Bein gegen die Wand. So, haltet die Kraft. Wir drücken uns mit dem Fuß gegen die Wand und schieben das vordere Knie hoch. Haltet, 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 haltet. Okay, absitzen und wir stellen das linke Bein auf. Muss ich mal das Stirnband mitbringen, man sieht überhaupt nichts mehr. So, spannt den Fuß gegen die Wand und jetzt zieht das Knie hoch. Und bleibt. 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 Setzt wieder auf das Knie, Hantel nach innen drehen oder die Finger flach vorziehen, wie es jetzt für die Hantel passt. Es geht. Tief, 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 tief. 4 noch, 3 noch, 2 noch. Bleibt tief, schaukelt, Brustbein sanft zum Boden. Tief, 4 noch, 3 noch. 2 noch. 1. Dann rund im Rücken hochkommen. Und dann wieder langen Rücken. Hand links beiseite, links die Hand abstellen. Rechts, links das Bein nach hinten. Entschuldigung. Dann nehmen wir den Arm nach hinten rechts zurück. Und ziehen hinten hoch. Jetzt hebt das Bein an. 4 noch. 3 noch. 2 noch. Gleiche Armseite. Wir beugen unter die Achselhöhle. So, damit das spannender wird. Augen schließen. Hochtief. 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 4 noch. 3 noch, 2 noch, Augen auf, Hantel zur Seite, beugen, seit, 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 4 noch, 3 noch, 2 noch, okay, Hantel ab, ohne Hantel den Arm nach vorn, Daumen
Zwei noch. Hand auf. Einmal die Wirbelsäule runden. Wieder lang machen. Dann strecken wir das rechte Bein, Hand links an die Hand. Arm zurück. Achtet auf die Schulter. Hoch, hoch. Wir heben das rechte Bein ab. Orte die Achselhöhle. Augen schließen. Ort bleibt unter der Achselhöhle. Unterarm seit reinbeugen. Ort Handel ab. Legen. Linken Arm Daumen hoch. Hoch. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Und ab. Knie rutscht nach hinten. Füße wieder an der Wand. Jetzt krabbelt das rechte Bein an der Wand hoch. So. Jetzt aber. So, und dann mach die Hände ein bisschen mehr auf. Und versuch mal, dich nach hinten zu schieben, dass das Bein noch höher kommt. Leg die Stirn auf. Und bleib. Und dann langsam wieder heraus. Und am Freitag machen wir das mit zwei Beinen übrigens. Ihr könnt ja schon mal heimlich üben. Und wir setzen um. Schieben das Bein hoch. Schieb noch ein bisschen das Bein hinten noch höher. Mach die Arme lang, leg die Stirn auf. Und da haben wir wieder das Öffnen des Hüftbeugers. Und bleib. 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 Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Okay, und dann kommst du wieder heraus. Jetzt richte dich auf. Schieb die Zehenspitzen hinten um. Schönes Training für die Fußmuskulatur. Richtet euch auf und jetzt geht ihr gerade wie ein Brett zurück, bis der Kopf an der Wand liegt. So, jetzt aber nicht gemütlich werden und sagen, ich bringe jetzt hier einen Kaffee, sondern Hände vorn an die Oberschenkel, Bauchdecke, Smiley reinziehen. Jetzt, weg, hoch, ran, rück, fast. Mit dem Kopf die Wand berühren. Auf. 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 Beim nächsten Mal berühre die Wand, aber die Leisten vor. Kommt, Männer, hier, das sind eure Schwachthemen hier. Da seid ihr meistens so. So, die Arme zur Decke und zieht die an die Decke mit den Handinnenflächen zur Decke. Jetzt zieht der rechte Arm weg. Links und rechts, links, rechts, links, rechts, links. Zwei noch, dann legt die Hände, guck mal wie die, so an die Wand und schiebt dich weg. Ja, ja, und vier noch. Drei noch, zwei noch, super, dann nach vorne, geht's dir gut? Ja, sehr schön. Und dann setzen wir uns, Willi, einmal seitlich, sodass wir uns besser sehen können, so ein bisschen versetzt, genau, Handeln und rutsch schon ein bisschen näher, wir gehen in die Rückenlage, dass der Kopf hinten auf der Matte liegt und dann rollen wir. Langsam ab. Legen den Kopf ab. Guckt nochmal, dass der Kopf auch wieder auf der Unterlage angekommen ist. Zieh den Bauch nach unten innen. Schieb das Becken hoch. Und die Arme kommen. Hoch, tief.
Super. Jetzt auf zwei Seiten die Arme zur Seite zum Boden tief. Und es geht los. Halb, seit. Halb, hoch. Po, weg von der Matte. Eins. Und hoch. Halb. Und halb. Wir ziehen durch auf die Eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Also der Willi hat jetzt zwei Kilo Hanteln. Ich habe die 1,5er. Da kommt schon richtig was in den Arm an. Mehr sollte es nicht sein als 2, vielleicht noch 2,5. Auf 4 noch. 3 noch. 2 noch. Okay, dann Arme zur Decke. Roll die Wirbelsäule auf und ab. Nimm die Arme langgestreckt nach vorne. Heb den Kopf, guck vor über die Knie und die Schere, die Arme. Gib mir noch 4, noch 3, noch 2 und dann leg ich den Kopf zurück, beuge die Arme wieder ein, zieh die Ellenbogen nach rechts, links raus, sodass die Hanteln wieder quer stehen. Jawohl. Hole dir das rechte Knie an den Bauch und lass das Knie locker an den Bauch rippen. Noch 4. Wir kommen zum Stretchen. Achtung, das Bein. Strecken, beugen. Fuß flex zur Decke hoch. Das heißt, Ferse schiebt. 4 noch. 3 noch. 2 noch. Bleib oben gestreckt und schaukel das Bein mit einem reflexen Fuß. Gib mir 4 noch, 3 noch, 2. Wir drehen den Fuß nach innen rein. Das bedeutet, dein Hüftgelenk dreht nach außen und wir drehen raus das Bein. Wir drehen rein, wir drehen raus, wir drehen rein, Hüft und die Hüftmobilität. Und dann kommt der Fuß in die Mitte. Fußflex und jetzt schiebt das Bein wie eine Uhr ganz weit nach rechts heraus bzw. links raus. Bleibe fast. Achte darauf, dass die Gegenpo-Seite nicht umfällt. Dann nimmst du das Bein wieder zur Decke, beugst es ein, stellst es auf, holst du das linke Knie an den Bauch, dann schaukelt das Knie. So, morgen werden wir überwiegend in der Rücklage sein. Das Bein flex zur Decke beugt. Flex. 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 4 noch. 3 noch. 2 noch. Und dann bleibt, und der Fuß ist geflext, streckt das Knie. Wipp. Vier noch, drei noch, zwei noch und dann ziehen wir das Bein nach außen, halte die rechte oder die Gegenhüftseite auf dem Boden, nicht das Gesäß abheben, halten, drück die Ellenbogen nochmal kräftig in die Matte, komm mit dem Bein wieder zur Mitte, beuge das Knie, stelle auf, und lasse beide Knie auf die eine Seite, auf die andere Seite herüber sinken. Dann leg die Handeln seitlich auf den Boden, wie zwei Bierkrüge aufgestellt neben dir ab. Und jetzt schaukelst du nur noch ganz entspannt dich, ja weiß ich nicht, in den Tag, vielleicht auch in den Abend hinein, wann immer du dieses Training jetzt gemacht hast. Also abends finde ich es vielleicht nicht ganz so ideal, weil es ja doch ein bisschen munterer macht. Und dann kommen wir zur Mitte, leg die Handeln auf, beide Knie unter den Bauch ziehen, Kopf anheben und dann rollt wieder auf. Beide Arme,
Schau mal hier, das war so schön gerade, dass du bei mir warst. Einatmen und jetzt zieht jeder nur noch mal weit am Partner hier vorbei. Drückt die Knie noch mal stramm in den Boden. Und tschüss für heute. Tschüss. Super.